Meine lieben Freunde, es geht nach Torres, darauf haben wir gewartet. Willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Wir lassen uns die Tore öffnen und schreiten in die nächtliche Stadt, in das nächtliche Stadtleben hinein und freuen uns darauf, was wir dort vorfinden könnten. Es ist vieles Neues da und vor allem ist erstmal Nacht, was schon mal ein ganz neuer Ist-Zustand ist. So, hier, Bienennester gibt's wieder, 10 Stück. Den Kerl kennen wir aus der Taverne aus dem ersten Teil, zumindest sah er genauso aus. Gibt's den Geheimgang da hinten noch? Ja, den gibt's noch. Und den Shop hier gibt's auch wahrscheinlich noch, aber erstmal rede ich mit dem Burschen hier. Sieh mal einer an. Ein fremder Ritter. Das ist ein anderer, glaube ich, oder? Ihr seid sicher da, um euch im Park der Tapferen einzuschreiben. Ah, die Träume eines Ritters. Schatzkammern voller Juwelen, glänzende Rüstungen. Oh! Ein guter Rat, Ritter. Nehmt euch vor Senecal in Acht. Seine Waffen sind fürchterlich. Der Park der Tapferen scheint so eine Art Vergnügungspark für Ritter zu sein, wo man Ruhm, Reichtum und vielleicht sogar Frauen, das wäre sehr schön, abgreifen könnte. Hallo, ich hätte gerne einen Trank. Aha, ein fremder Ritter. Das ist mal etwas anderes als ewig dieser Ragott. So, die Geschäfte gehen gut und das wird auch für euch von Nutzen sein. Ich spare nicht an der Qualität. Ihr werdet es mir bestätigen. Trefft eure Wahl. Das ist zwar Wucherpreis, aber ich brauche einen. Und zögert nicht wiederzukommen. Ich bin immer für euch da. Naja, du mich auch. So, genau. Erst möchte ich nur kurz anmerken, dass es eine neue Musik gibt hier in der Stadt. Die Musik hat sich im Vergleich zur ersten Epoche ebenfalls geändert, sowie die Lichtstimmung. Und ich finde die Musik in der zweiten Epoche sogar noch schöner als die in der ersten. Die Bienennester werden wohl nicht an den gleichen Stellen sein, nicht wahr? Natürlich nicht. So, gibt es im Geheimgang wieder was für uns zu holen oder ist er dieses Mal leer? Fragen über Fragen. Es wird aufregend, meine Freunde. Und es ist leer. Super. Dann gehen wir mal wieder so zurück und werden der Hauptstraße wieder folgen. Ich nenne es mal die Hauptstraßen. So viele Abzweigungen hat Torres gar nicht. Aber ich nenne es trotzdem mal die Hauptstraße. Der Schmied müsste jetzt um die Ecke sein, aber was haben wir denn da? Ein Schild schon wieder. Resthistoriker Torres ist von unserem großen Glücklastigen erst gegründet worden. Das kennen wir, glaube ich, schon, oder? In den ersten griechischen Jahren ihrer Existenz ist Torres zu einer befestigten Stadt ausgebaut worden. Die Bewohner von Torres sind stolz auf ihre Stadt. Tasken der Zweite wünscht, dass Torres allen Reisenden eine sichere Zuflucht bietet. Was schon mal eine wesentlich angenehmere Grundhaltung als die von Tasken dem Ersten ist. Hallo? Ritter, zu mir zu kommen war eine gute Entscheidung. Wir schmieden das Beste für die Besten. Meine herkömmlichen Bolzen werden in Paketen zu je 20 verkauft. Die neue Bauart in Paketen zu je 5. Trefft eure Wahl. Wir können unsere Rüstung verstärken. Und nun kommt eines der Probleme des Spiels. Die Preise beim Rüstungsverstärken werden im laufenden Spiel teurer. Sprich, es kostet mehr, deine Rüstung in der vierten Epoche zu reparieren, als in der ersten. Und zwar irgendwann wesentlich mehr. Wir machen das jetzt hier trotzdem mal, weil ich euch... Nein! Das wär's. Ach nö, das wollte ich eigentlich gar nicht. Wir schmieden das Beste. Egal, 15 Plastiks ist echt gar nichts. Trotzdem, Rüstung verstärken, so. Das wär. Wir haben viel Geld ausgegeben, wir hätten sparen können, indem wir die erste Epoche zurückreisen und unsere Rüstung dort reparieren. Das haben wir jetzt versäumt, ist egal, bei den nächsten Malen werde ich einfach Cuts machen und in die erste Epoche zurückreisen. Aber heute eine neue Epoche, ein neues Leben. Wir sind in Spendierlaune, die Fässer sind weg, das ist schade. Da ist ein Schild. Moment, Publikum. Tascan der Zweite ist mit seiner Armee aufgebrochen, um in der Fremde neue Verbündete zu finden. Während seiner Abwesenheit sind alle Bürger dazu aufgerufen, im Falle eines Überraschungsangriffs die Stadtwachen zu aktivieren, aktiv zu unterstützen. Tascan der Zweite erwartet, dass alle Fremden gastfreundlich empfangen werden. So, die Stadtwache sind ja eh Luschen, aber nun gut, was soll's. Dich kennen wir auch aus dem Gasthaus, bist du das überhaupt? Sieh mal, wo wohne ich doch noch? So was? Ein fremder Ritter. Ihr haltet mich für verrückt? Beurteilt mich nicht falsch. Ich arbeite für Ragott, den Leiter der Alchemisten im Labor. Und jetzt habe ich seltsame Visionen. Ich sollte Pflanzen sammeln im Wald. Für Ragott. Dann habe ich die Pflanzen zu
Dragot in sein Labor gebracht. Da geht was Merkwürdiges vor. Ich bedauere die Gefangenen. Besonders den, den sie Gustus nennen. Gustus! Im Labor ist es Gustus, den sie am meisten fragen. Es ist zum Verrücktwerden. Du hast ja nun hinter dir anscheinend. Nun gut, langsam merken wir, dieser Ragoth, mit dem scheint wirklich irgendwas nicht in Ordnung zu sein, weil wenn der unseren Gustus da festhält und am schlimmsten behandelt, dann ist das echt nicht schön. So, ihr erinnert euch hier, und hier, an diesen Straßenecken waren vorher lustige Holzpalisaden. Die sind jetzt weg, da können wir jetzt durchgehen, was echt ganz schick ist. Denn hier hinten ist das Labor von Ragoth. Schön. Ach, schaut mal. Da steht ein Mädchen friedlich auf dem Fass drauf. Ist das nicht schön? Ja, wa? Sekundchen. Kleine, verzeih mir mal, ja? Wah! Und so schnell sehen wir die jetzt nicht wieder. Nun gut, was soll's. Oh, hallo, dich habe ich ja gar nicht gesehen. Bist du der Ragoth-Typ? Bist du mir gefolgt? Wir müssen leise sein, Ritter. Ach nö. Ich erkenne euch. Bernhard. Ihr seid derjenige, der das königliche Juwel gestohlen hat. Euer Gesicht ist auf einem Steckbrief zu sehen. Ach wirklich? Ich glaube, ich weiß, was ihr hier sucht. Euren Freund, den Alchemisten. Gustus. Woher ich das weiß? Na, wenn ihr mir 20 Plastiks gebt, erzähle ich euch alles, was ich über euren Freund weiß. Halt's ab, Schneider. Ich mach's trotzdem. Danke. Euer Freund wird von Ragoth, dem mächtigsten Bauer der Stadt, festgehalten. Er ist im großen Laboratorium. Ich weiß das, weil ich dort arbeite. Du auch. Ragoth hält sich immer in seiner Nähe auf. Er ist scharf darauf, ihm seine Geheimnisse zu entreißen. Besonders die über euch. Möchtet ihr in das Laboratorium gelangen? Es ist ganz einfach. Folgt nur den Rohren. Guten Abend, Ritter. Guten Abend, aber möchtest du aber nach dem Laboratorium gelangen? Dann, mein Freund, geh zur Tür rein. Siehst du, es funktioniert. Allerdings werden wir da vielleicht jetzt nicht so weit kommen, wie wir es uns erhoffen würden. Die heldenhafte Rettungsaktion, in der wir Gustus befreien wollen. Ah! Oh Gott, hört auf mich Sachen zu werfen. Aua, Schluss jetzt hier mal. Meine Rüstung ist frisch repariert, du kannst mir das jetzt nicht antun, mein Freund. Sauerei. Rohre. Bumm. Ach, noch eine Nuss geht nicht, schade. So, wir lesen das Schild hier mal kurz. Resthistoriker, aufgrund seiner Politik der Öffnung gegenüber der Welt hat unser König Taskar II. Das große Labor einrichten lassen. Er will aus Toras die Hauptstadt des magischen und wissenschaftlichen Fortschritts machen. Der König hat die Direktion des Labors Ragoth dem großen und wohlbekannten Alchemisten übertragen. Dann gucken wir uns das mal an, oder? Was haben wir denn hier? Rohre überall. So. Und das sind genau die Rohre, von denen gesprochen wurde. Die legendären Rohre. Wir haben ja auch ein paar lustige Schalter, die wir ziehen können, aber wir gehen jetzt einfach zurück nach Toras und schauen uns da noch ein bisschen um. Ich will mich jetzt nicht wirklich mit diesen Rohren beschäftigen. Denn jeder liebt den Raum mit den Rohren. Das meine ich, jeder hasst ihn. Das ist der Grund. Das heißt, er hat uns gesagt, ja, es sind diese Rohre und alles, aber ja, ne? Er hat uns nicht gesagt, wie wir das Rätsel mit den Rohren lösen sollen. Und da kommt auch schon das Problem, denn das ist nicht so ganz leicht. Aber es gibt noch viel zu entdecken in Toras, dafür sind wir eigentlich hierher gekommen. Warum bin ich das eigentlich schon reingegangen? Warum habe ich es mir angeschaut? Um es euch zu zeigen, meine Freunde. Das ist egal, Toras ist wichtig. Cognitetonis.
Der Park Tapferen ist eine weitere Konstruktion des Architekten Bolduc. Der Park wurde während der Regierungszeit des Königs Tuscan II. Eingeweiht. Der Park der Tapferen ist ein Ort, wo die Tapferen ihre Talente zur Schau stellen können. Eine Prüfung besteht, hat das Recht zum Ritter des Königs geschlagen zu werden. So, das hier ist der Eingang zum Park der Tapferen. Können wir da eigentlich schon rein? Tatsache können wir schon. Dann schauen wir uns das gleich mal an, weil wir sind ein tapferer Mensch. Wir wollen tapfere Sachen machen. Ich rede heute auch schon wieder so einen Quatsch, oder? Ich hab mich heute mehrmals verfaselt, ohne es mitzubekommen, glaube ich. Hallo, du siehst mächtig aus. Stopp, Ritter. Für wen hältst du dich? Hype. Um in den Park der Tapferen einzutreten, muss man einen Passierschein der Burgwache haben. Geh, hau ab. Verschwinde. Gut, Du bist ein Fremder. Aha, jetzt verstehe ich alles. Nun gut, ich werde dir erklären, was dir passiert, wenn du mich angreifst. Erstens, du wirst dich lächerlich machen und zweitens, du kommst niemals hinein, weil ich der Einzige bin, der hier entscheidet. Und wenn ich dich so ansehe, glaube ich, dass du noch einen weiten Weg vor dir hast, ehe du dich mit mir oder dem Gladiator anlegen kannst. Nun gut, wir kommen nicht in den Park der Tapferen rein. Uns fehlt dafür ein Passierschein. Obwohl das Ganze schon wirklich abenteuerlich klingt, wenn ihr mich fragt. Ich würde da gerne reingehen. Das würde mich sehr interessieren und der Typ hier ist eine Flasche. Nun gut, wir haben ja keine Chance. Wir hauen wieder ab, gehen zurück nach Torras. Es gibt immerhin noch viel zu entdecken. So. Was haben wir denn hier alles? Hallo, schöne Frau. Ihr da! Ihr seid der Mann auf dem Steckbrief. Der, der gesucht wird. Der Dieb des königlichen Juwels. Ah! Verschwindet! Weg von mir! Oh, und sie rennt weg. Oh Gott, sie flüchtet vor uns. Tach. Merkt ihr was? Keiner kommt der Frau zu Hilfe. Das mag entweder daran liegen, dass die Stadtwache ihren Job nicht besonders gut tut, oder dass diese Frau einfach keiner leiden kann. Können wir in den Brunnen rein? Nein, können wir nicht, denn da ist alles zu. Aber wir haben hier ein Schild stehen. Das könnte unser Gesicht sein, aber auch das von jedem x-beliebigen Kerl. Wir sehen alle gleich aus. Fremder Ritter, früherer Name unter Namen Hype bekannt, hat das königliche Juwel, Symbol der Herrschaft von Tuscan I. gestohlen. Dieses Juwel sollte unbekannte Kräfte einwohnen. Die Kräfte können uns Alchemisten Forschung von Nutzen sein. Wer entsprechende Hinweise vom Fall von Hype hat, königliches Juwel. 7000 Plastiks, wenn man das Labor informiert über mich. Das ist eine Menge Geld. 7000 Plastiks. Charon, Hauptmann der Räuber des Waldes. 4 Delikte für schuldig befunden. Vom Diebstahl bis zum Überfall auf Ritter, notorische Wiederholungstäterin. Mehrfach aus den Kerkern der Festung ausgebrochen. Wer Hinweise zur Ergreifung Charons hat, Wachen. 8000 Plastiks. Charon hat ein höheres Kopfgeld als wir. Ich bin neidisch auf Charon. Wir kennen Charon aber nicht. Kennst du Charon? Ich habe genug. Wirklich genug, verstehst du? Man kann keinen Fuß in diese Stadt setzen, ohne von Bienen belästigt zu werden. Und die Alchemisten im Labor tun nichts dagegen. Vielleicht sollte man Gustus ihren Gefangenen fragen. Ich bin sicher, er könnte die Bienen für uns loswerden. Sieh, bitte. Ich habe Angst vor Bienen. Es wäre toll, wenn jemand ihre Nester zerstören würde. Ich würde es ja selbst tun, aber ich habe zu viel Angst. Das ist schade, ich will den Bienennester noch nicht kaputt machen, weil ich nicht weiß, wo die alle sind, leider. Wenn das seine schlimmste Sorge ist, dann hat es der Kerl eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir denn hier? Das Burgtor, wir kommen nicht auf diese Seite hinein. Wenn wir das überhaupt wollen. Willkommen in Torras, edler Ritter. Ach, dich kenne ich. Ich habe das Gefühl, wir haben uns schon mal irgendwo gesehen. Oder dein Vater? Ja. Darf ich mich euch vorstellen? Ach, das ist der kleine Junge von letztlich. Ich bin der Schuhmacher der Stadt. Ich arbeite seit Jahren daran, die besten Stiefel herzustellen, die je geschustert wurden. Aber ich brauche eure Hilfe, um meine Forschungen zu finanzieren und um die Stiefel zu testen.
Wenn ihr mir 125 gebt, könnt ihr meine Stiefel in einem Rennen tragen. Und wenn ihr dieses Rennen gegen die Zeit gewinnt, werdet ihr eine Belohnung erhalten. Möchtet ihr das Rennen laufen? Klingt verlockt euch auch kein Geld. Na gut, ich werde die ganze Nacht hier sein. Kommt zurück, wenn ihr eure Meinung ändert. Lebt wohl. Ich denke, das war der Junge aus der ersten Epoche. Ihr wisst schon, der immer im Wald stand. Der Sohn des damaligen Schummerers. So. Hopp! Hype. Komm. Kann ich da hoch? Will ich da überhaupt hoch, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, wir sind hochgekommen, aber es bringt uns nichts. Keine Angst, ich werde das nur jede Epoche wieder versuchen. Egal, der Versuch war es wert. So. Nun gehen wir in unseren Lieblingsort, in ganz Torres. Ihr kennt ihn, das ist die Taverne. Es gibt nichts Schöneres in Torres als die Taverne. Hallo! Aha! Seht mal an, ein fremder Ritter kommt in meine Herberge. Oh, aber die beiden Pfeifen sind schon wieder da. So ist das. Und nicht sind andere. Der Zweite wird ja zufrieden sein. Der hat die Fremden ja so gern. Ich frage mich, ob der die Fremden nicht mehr liebt als seine eigenen Untertanen. Ah nein, noch nicht. Schweigt. Ich habe Sehnsucht nach der Zeit, wo man gegen das Kloster kämpfte. Da waren wir wenigstens unter uns. Ich zieh ins Feld, wie Taskan der Zweite zu sagen pflegte. Um andere Kulturen kennenzulernen, habt ihr gesagt. Sowas? Ist es hier nicht gut genug? Dem werde ich zeigen. Na, sind wir denn nicht intelligent? Geht schon. Schweigt still! Hey da, ein Laboratorium für die Wissenschaft. Oh, ein Park der Tapferen für die Ritter. Wollt ihr wohl ruhig sein? Oh, Taskan der Erste, wo bist du? Hau auf den Tisch. Genug, ihr Schluckspechte da drüben. Hier beleidigt keiner Taskan den Zweiten. Noch ein Wort und ich rufe die Wache. Das wird nicht viel bringen. Unser König ist ein großer König, während sein Vater Taskan der Erste nur ein Tyrann war, der nur an die Vergrößerung seiner Macht dachte. Ihr solltet diesen Fremden willkommen heißen. Ich bin geschmeichelt, dass er meine Stadt und meine Herberge gewählt hat. Es gibt nicht viele andere Herbergen. Dieses Haus ist das eure. Aber danke für die Gastfreundschaft. Das ist schon mal viel netter als die beiden Schluckspechte da drüben. Die aber anscheinend von Taskan dem Ersten ganz begeistert waren. Kann ich nicht so ganz teilen, die Meinung, aber nun gut, was soll's. Hi. Ich bin Martel, der Wirt. Ritter, akzeptiert meine Entschuldigung für diesen Empfang. Taskan der Zweite erforscht unbekannte Gebiete und diese zwei Säufer nutzen seine Abwesenheit, um ihn zu kritisieren. Der König hat die Entwicklung der Wissenschaft begünstigt, indem er ein Astrolabor bauen ließ. Astrolabor. Er zwingt die Ritter nicht mehr mit Gewalt zum Kriegsdienst. Die Stadt hat jetzt einen Park der Tapferen für diejenigen, die zum Ritter geschlagen werden wollen. Aber jeder hat natürlich das Recht auf seine eigene Meinung. Also, wenn ihr essen möchtet und eure Kräfte wieder gewinnen, dann müsst ihr mir Plastiks geben. Und als Willkommensgeschenk biete ich euch ein Zimmer gratis zum Schlafen und zur Erholung an. Mein Zimmermädchen bereitet das Zimmer auf der ersten Etage. Zimmermädchen. Ich bleibe im Zimmer, ja? Ich habe kein Geld für dein Essen. Was sagt ihr beiden denn so? Du bist ein Ritter, nicht wahr? Ja. Und du findest das normal, dass es dem König nicht gelingt, Ordnung in seinen Wald zu bringen? Die Räuber werden immer stärker. Ich bin sicher, dass ihr Hauptmann Charon viel intelligenter ist als der König. Eines Tages werden die Räuber die Juwelen aus der neuen Schatzkammer im Park der Tapferen stehlen. Man sagt, dass sie sich schon darauf vorbereiten. Sie werden Taskan den Zweiten zum Gespött der Leute machen und dann haben wir Bürgerkrieg. Sehr prophetisch, was der da gesagt hat. Ob das stimmen wird, sehen wir mal. Erstmal den Typen hier noch anlabern. Hallo. Hör nicht auf Martell, Ritter. Der ist naiv. Ach, du aber nicht. Den Krieg mit dem Kloster beendet. Aber warum? Die Mönche leben jetzt als Einsiedler. Und man sagt auch, dass im Laboratorium Dinge vor sich gehen, die nicht koscher sind. Ich bezweifle, dass der König seine Alchemisten unter Kontrolle hat. Und der Park der Tapferen, da versteckt der König seine Juwelen und alle seine Schätze.
Der Pförtner Zinnekal ist stark. Seine Waffen sind furchteinflößend. Ich habe Angst, dass sich eines Tages die Männer des Parks der Tatzeren gegen den König stellen werden. Warum sollten sie das tun? Naja, okay, sind die Reichtümer, klar. Verschwörer sind das, die beiden, nicht wahr? Oh, hallo. Guten Abend, Ritter. Das Zimmer ist fertig. Ach, verzeiht meine Verwirrung. Ihr erinnert mich an meinen verschwundenen Mann. Nein, nicht, was ihr glaubt. Das ist... Ihr werdet es verstehen. Eines Tages hat der König von einem seiner Feldzüge eine wundervolle Rüstung mitgebracht. Man erzählt, dass er sie in einer verlorenen Stadt gefunden hätte. So wie ich sie in Erinnerung habe, würde euch die Rüstung wie angegossen passen, in der Form wie auch in den Farben. Nach seiner Rückkehr hat Taskan der Zweite sie in der Schatzkammer des Parks der Tapferen versteckt. Der Park der Tapferen. Als mein Mann die Rüstung gesehen hat, hat er ständig davon geträumt und hat sich schließlich im Park der Tapferen anwerben lassen. Er hoffte, ihn mit der Rüstung verlassen zu können. Ich habe ihn niemals wieder gesehen. Man sagt, dass er von den drei Köpfen verschlungen wurde. Das Zimmer ist fertig, Ritter. Okay, wir haben die Alte zum Heulen gebracht. Hype, du hättest etwas Nettes sagen können, um sie ein bisschen zu beruhigen. Jetzt geht sie raus und ist traurig. Nur die Katze bleibt bei uns. Hi, ist mein Zimmer, oder? Das ist ein Speicherpult. Das Zimmer ist fertig, Ritter. Dankeschön. Hey, ist alles gut, wirklich. Dein Marker ist bestimmt in Ordnung. Ich guck mal nach dem... Wenn ich in den Park der Tapferen gehe, um denselben Fehler zu machen, ich will die Rüstung nämlich auch haben. Wie? So. Ich denke, wir sind fertig in der Stadt hier und können uns ins Labor wagen. Und da gehen wir auch in der nächsten Folge hin. Bis dann, meine lieben Freunde. Ich bin bereits 5000. Ihr wollt meine Zuschauer erkennen die Sache. Bis dann.